Das ist so geil, muss ich sagen. Und ich soll krank sein. Das ist unglaublich, was so abgeht. Ich habe gerade hier im Morgenmagazin den verrückten Rösler gehört von der FDP, der Chef. Ja? Der glaubt allen Ernstes daran, dass Datenschutz, dass es sowas gibt. Der glaubt daran, dass es Datenschutz gibt. An so einen Scheiß glaubt dieser Wichser. Ja? Der hat doch wohl einen Vogel. Ja, genauso auch die ganze Bundesregierung. Wenn die glauben, dass Amerika sich davon abhalten lässt, weiter zu spionieren, dann sind die genauso irre, wie ich es sein soll. Ja, ganz einfach. Und ich soll krank sein. Das finde ich so geil. Ja, ich bin nicht krank. Ja? Nicht? Ganz einfach. Ja? Und wer das sehen will, kann das sehen, dass ich nicht krank bin. Ja? Nur habe ich nicht bei allem Lust mitzumachen. Ganz einfach, das ist der Grund. Ja? Ja? Und ja, was soll ich sagen? Ja. Ich sage ja, ich habe ja schon alle gesagt, ja, wie ich denke, was ich fühle und wie ich mache. Ja, nützt aber nichts, ja, wie man sieht. Ja, tja. Die, die einem helfen sollen, haben mir dahin geholfen, wo ich jetzt bin. Geil! Ist so geil, ja? Da muss man sich doch wohlfühlen, oder? Geil. Also ich kann nur eins sagen, wenn ich die Hilfe nicht angenommen hätte, wäre das nur alles schneller gegangen, dann wäre ich schneller hier rausgeflogen, dann wäre ich schneller, ja, da hätte ich das vielleicht alles schon hinter mir. Aber so steht es ja noch vor mir, weil ich muss jetzt entscheiden, was ich machen möchte. Weil, ich meine, eins ist mir wohl klar. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, so ein Typ da, der auf der Intensivstation liegt und an irgendwelche Schläuche angeschlossen ist, ja. Der kann sich nicht mehr helfen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, der ist schon tot und wird zurückgeholt und gezwungen weiterzuleben. Das soll mir nicht passieren, ja. Und deswegen, ich entscheide selbst, ja. Gott sei Dank mache ich das, ja. Weil ich habe langsam die Schnauze voll, ich weiß nicht, was ich hier noch soll, Mann, ja. Man versteht mich ja eh nicht, ja. Man dreht mir das Wort im Munde um, ja. Man lässt mich in dem Glauben, dass alles in Ordnung ist, was denn nicht stimmt. Ja, und so weiter und so weiter. Also, wo ich da noch Lust empfinden soll, ist mir ein Rätsel. Ich finde da keine Lust mehr dran. Ja. Hatte das schon zu oft. Ja, es reicht. Ja. Und ich habe die Befürchtung, dass sich daran nichts ändern wird. Ja, ich glaube nicht, dass der Brief da was raushauen wird. Ja, ihr dürft ja nicht vergessen. Tja. Was soll ich noch? Also, mir fällt nicht mehr ein, ganz ehrlich. Ich bin 55 Jahre, erlebe immer dieselbe Scheiße und hört nicht auf. Da muss man ja auch mich verstehen, wenn ich sage, jetzt habe ich aber echt die Schnauze voll, ja. Das ist ein ganz legitimes Recht, ja, zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf euch, ja, weil wird mir zu doof, ja. Ja. Also, wie ich das auch mal, also auf alle Fälle lasse ich mir die letzte Entscheidung nicht abnehmen. Die kann mir, also, dass ich da keine Wahl mehr habe, ja. Das geht nicht, ja, also werde ich das so lange tun, wie ich eine habe. Und noch habe ich eine. Okay, ciao.